Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortal Love, ein Funken Talent. Jetzt hat es auch den weißen Schwan erwischt. Sie ist auch in den Fängen von Redcliffe. Wir müssen viele, viele retten. Aber erstmal kommt das da rein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme das erstmal alles mit. Ah ja, das können wir wahrscheinlich irgendwie hier ranmachen, ne? Ach so, hält schon. Okay. Alles klar, ich dachte, ich muss noch zurechtschneiden. Jetzt habe ich hier einen Kescher. Ui. Ein Fisch. Das sah aber nach mehr als ein Fisch aus. Die anderen dürfen weiterschwimmen. Die hatten Glück. Und weg ist der kleine Fisch. Und dem Schwan hat's gereicht. Ich brauche die Einladung. Ui. Wenn ich das haben will, muss der Rabe seinen Schnabel öffnen. Ich muss jetzt hier irgendwie einen Smoker, eine Maske und eine Schere finden. Die geht da rein. Da haben wir es dann schon. Die Maske habe ich schon mal. Brauchen wir noch so einen Smoker? Der ist da. Wahrscheinlich muss ich das irgendwo reinsetzen gleich, ne? Sieht so danach aus. Müssen wir mal gucken, wo das hinpasst. Wahrscheinlich, die gehört zu ihr, ne? Dann habe ich mich den Spazierstock und eine Schere. Was machen wir damit? Das ist zu weit oben. Das kann man hier runterholen. Ein Figürchen. Und was hat mir das jetzt gebracht? Naja, hier ist eine wunderschöne Rose. Die brauchen wir aber gerade nicht. Möchte jemand ein Tässchen Tee? Möchte jemand ein Tässchen Tee? Was kann ich denn mit der Schere machen? Ah, schaut mal her. Das können wir aufschneiden, ne? Was ist das? Alle liebten Wandertheater, also waren sie auf Jahrmärkten und Festen willkommen. Da. Ein Figürchen. Eine prima Ballerina. Sie eröffnet uns neue Möglichkeiten. Jetzt kann ich das öffnen. Herholen. Das Diadem. Brauchst du das? Ja. Ah ja. Ich muss erstmal die anderen Dinge loswerden, um die anderen überhaupt einzusammeln. Na dann. Das kann ich aber noch nicht einsammeln, ne? Smoker. Achso, und den Schlüssel darf ich einsammeln. Ich will den... Warum nicht? Der Schlüssel steckt fest, aber ich kann ihn lösen, wenn ich das fehlende Schwert finde. Das musst du mit einem Schwert machen? Jetzt übertreibt man nicht. Smoker. Geht weg vom Obst. Ach, da ist ein kleines Schwert. Das habe ich gar nicht gesehen. Aha. Mit so einem kleinen Schwert hast du das jetzt... Hä? Ich frage gar nicht. Manchmal wundert mich gar nichts mehr. So. Das darf ich jetzt da einfügen, da unten, ne? Das ist der weiße Schwan. Stelle das Bild wieder her. Wähle zwei nebeneinander liegende Teile aus, um sie zu vertauschen. Na dann... Wieso nicht? Na dann nicht. So. Ich glaube, es gehört... Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Die müssen nebeneinander liegen, ne? Ja. Jetzt habe ich es auch verstanden. Sie sieht aber irgendwie seltsam aus. Ich habe da irgendetwas noch nicht richtig positioniert. Irgendetwas stimmt da nicht. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Das sieht aber komisch aus. Ach, die kann ich auch... Also manchmal... Also jetzt bin ich ganz durcheinander. Okay. Wir kriegen das alles hin. Irgendwie. Also das ist ja ihr Gesicht. Das kommt dahin. Ich muss ja eben gucken... Weil da sind ja schon Haare von ihr, ne?
Da. Ich glaube, das gehört nach unten. Ja. Okay, jetzt erkenne ich das auch. Ich habe die anderen eben irgendwie... ja, nicht wahrgenommen, dass man die auch tauschen kann. Okay. Wunderbar. Jetzt kriegen wir es auch hin. So. Wunderschön. Das ist die Eintrittskarte für das Theaterstück. Ich bin die Tante vom Weißen Schwan. Scheinbar. Weil das ist eigentlich das Ticket für ihre Tante. Ich bin jetzt ihre Tante. Versteckte... haben wir hier noch was? Mir fällt gerade gar nichts auf. Ah ja. Und irgendwo ist noch was. Irgendwo ist noch was. Da. Jetzt haben wir beides. Und ich habe ein Ticket. Er hat die ganze Zeit gewartet auf uns. The show is just beginning. Dann schnell rein. Die Vorstellung beginnt. Hoffentlich lohnt es sich auch, die Vorstellung. Da ist ein kleiner Drache. Welcome. Allow me to introduce the wonderfully talented Sophie as the White Swan. Sie beginnt mit der Vorstellung. Ich muss mich beeilen. Nö, ich will mich erstmal um meine Drachen kümmern hier. Da sitzt nämlich noch einer. Die Drachen sind jetzt wichtiger als diese Vorstellung. Definitiv. Ich habe einen Zylinder. Ich brauche etwas, womit ich das Band durchschneiden kann. Da habe ich etwas. Ich habe irgendeine Karte. Und was ist das? Dem Verkünder wird sein... ich habe keine Ahnung. Wir müssen es fertigstellen, dann können wir es lesen. Ja, hier sind auch wunderschöne Rosen. Da ist etwas zum Einsammeln. Und die Wellen toben hier. Das Meer tobt. Ich hoffe, ich kann sie retten. Ja, ich werde mein Bestes geben. Finden Sie, was Sie suchen. Da, Oliver. Ich versuche es. Ich habe etwas bekommen. Eine Garnspule. Es ist verzaubert vom Gesang des Weißen Schwans. Ah ja. Was haben wir denn noch hier? Das muss das Bootshaus sein. Da kommen wir da rein. Wir könnten auch zurück, aber das bringt uns, glaube ich, nichts, ne? Hier ist noch was. Bei der Vorstellung komme später wieder. Ah ja. Voraussetzung groß, wir bieten Uniform, Bootsführer, Lizenz. Ah ja. Wir brauchen den Typen. Das ist wahrscheinlich der, der verzaubert ist. Der angetan ist vom Schwan. Der soll mal lieber arbeiten hier. Ich brauche ihn. Die Form... ah ja, die Form habe ich. Ja, wunderbar. Dann haben wir das beides. Ja, das ist bestimmt der Typ da. Der da. Gehe ich mal von aus. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Schön, dass ich immer wieder etwas kaputt kriege. Bootssymbol. Ausschreibung. Das ist immer dafür. So. Und dann konnten wir hier was zu Ende bringen, ne? So, da haben wir's. Der Verkünder wird sein Lied auf der Bühne am See singen. Ach, was für eine schicke Uniform. Ach ja. Was mache ich da? Ich muss das machen. So. Ein Bild. Folge der Beschreibung, um den Gondolier zu finden. Der Gondolier sollte groß sein und eine Uniform mit einem besonderen Abzeichen tragen. Ist das der? Hallo? Warum leuchten die jetzt beide?
Warum leuchten die jetzt beide? Hallo? Hör mal auf zu singen. Was ist das hier? Diese drei sind groß genug. Jetzt muss ich das richtige Abzeichen finden. Ja, die sind groß genug. Ach so. Und das Abzeichen, das da. Woran sehe ich das Abzeichen? Das ist doch. Ich werde in seiner Tasche nachsehen. Ja, das macht man aber eigentlich nicht, ne? Nur damit ihr es wisst, ich muss es tun. Eigentlich tut man es nicht, aber mir bleibt nichts übrig. Wir benutzen keine normalen Schlüssel mehr. Diese Verzierung öffnet nun die Tür. Ob das so sicher ist? Naja, gut. Ja, jetzt kannst du weiter singen. Ich habe alles, was ich brauche. Und er ist wieder da. Sam, ich bin froh, dass er mich gefunden hat. Plopp, auf einmal ist er da. Währenddessen ich alles erledigt habe. Dann kommt er. Sorry, the journey took longer than I expected. We must get to the stage and destroy the book. I'll take the oars. The water looks rough. Watch out! You must be careful. Please help me navigate. Auch das noch. Ich und navigieren. Was ist das denn? Mach das lieber selber. Jedes Bootssymbol zeigt eine Richtung und die Anzahl der Züge an. Platziere die Symbole so auf der Leiste, dass der letzte Zug auf dem sicheren Feld bei der Bühne endet. Vermeide Felder mit Wellen. Ah, okay, das kennt man. Jetzt muss ich mal gucken. Nehmen wir doch erstmal die 5. Dann landen wir da. Ich muss wahrscheinlich alle einsetzen, ne? Dann gehen wir einfach mal einen nach vorne. 3 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sind wir da. Dann gehen wir 2 zurück. Und ich glaube, es passt so. Ich hoffe. Okay, richtig gewählt. Voice. I can't move. This dragon will protect you from Radcliffe's magic. Please, you must destroy the book. Glühwürmchen. Da, kleine Glühwürmchen. Irgendetwas ist in diesen Blumen versteckt. Wenn ich sie bündle, kann ich sehen, was. Ich habe auch nichts. Oh. Ich habe ein Seil. Jetzt kann ich sie bündeln. Hier wird ordentlich gebündelt. So. Ich habe irgendwas. Ich habe Flöcke. Lass dich nicht stören. Ich brauche ein Gefäß für die Glühwürmchen. Ich darf die Glühwürmchen mitnehmen. Radcliffe und Sohn Theater. Klappe den Fächer zusammen. Wähle 2 gleiche Symbole aus, um Fächerblätter einzuklappen. Ja gut, das ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Das kriegen wir hin. Zack. Und da ist es zu dunkel, da brauchen wir die Glühwürmchen. Dafür sind die Flöcke wahrscheinlich. Ja, wir brauchen noch irgendwas, ne? Die werden so nicht halten. Warte mal, da oben ist ein Drache. Ein kleiner Drache. Das ist zu weit oben. Da können wir noch irgendwie hoch. Zurück kann ich aber nicht. Soll ich die hier reintun? Ernsthaft? Und da hauen die nicht ab. Naja, gut. Ja, passt so. Die sind einfach im Zylinder drin. Okay. Alles klar. Radcliffe und Sohn. Was ist das? Schwere Statue. Ach, wir hauen die fest. Ja, hau ordentlich drauf. Das müsste funktionieren. Na dann. Da sind wir schon. Das Herz können wir bestimmt nehmen. Das ist ein süßer Drache. Und das hat sich verändert. Dann haben wir wieder alle, ne? Und da ist der weiße Schwan. Haha, der freut sich auch. Sophie verspricht Herrn Radcliffe ein Funkentalent im Tausch gegen die Rolle des weißen Schwans in den
Theaterstücken aus der Serie Der Rabenkönig. Und da ist wieder nur ein Haken. Das Thema hatten wir schon, ist keine richtige Unterschrift. Also ist der Vertrag ungültig. Ich kann schwache Spuren von unsichtbarer Tinte erkennen. Vielleicht sehe ich mehr, wenn ich das Papier erwärme. Wäre eine Möglichkeit. Der freut sich über die Vorstellung und der findet das alles jammerschade. Schrecklich. Er will hier weg. Was ist das? Nicht warm genug. Kann man das fächern? Ah ja, wir fächern. Wusch und wedel. Das sollte ausreichen. Hebeleinstellung zum Herablassen der Schauspielerin. Da haben wir es jetzt. Witzig. Also der kommt so, ne? Der ist so gerade und es passt. Wir brauchen das Buch. Gib es mir. Hallo? You cannot stop the return of the Raven King. Give me the book. Schrei doch nicht so. Drama. Was muss ich machen? Ach so, das zusammensetzen. Ah ja. Hier, ne? Das ist das hier. Das sind immer nur so Ausschnitte. Der Schmetterling ist voll hübsch. Wo bin ich jetzt eigentlich unter? Ich sehe den weißen Schwan. Bin hier irgendwie... Alles ist eingestürzt auf mich. Da ist noch Rose. Und das da. Das macht Spaß. Das finde ich toll. Da fehlt der Diamant. Da fehlt immer noch einer. Oder ein Juwel. Wo ist der andere? Da. Wunderbar. Der Schmetterling. Was ist das noch? Was ist das denn? Sieht aus wie so... Ach so, das da, ne? Das ist es. Und das da. Ein Teil der Requisite ist abgebrochen. Tja, das ist ihre Schuld. Sie war das. Sie hat alles zum Einsturz gebracht. Das ist ein Flügel. Ist das ihr Flügel? Da, das Herz. Es ist gebrochen, aber wir fügen es wieder zusammen. Naja, so halbwegs. Ja, oh Gott, was sind denn das für zwei Sachen? Das da könnte das sein. Was ist das? Was könnte das denn sein? Ich habe keinen Plan. Hier sind wunderschöne Rosen. Ich bleibe hier unter, das ist gemütlich. Wie damals, als man immer eine Höhle gebaut hat als Kind. Mir gefällt sie unten. Ich will gar nicht mehr raus. Da ist was gebrochen. Was ist das? Sand? Ach, wir brauchen etwas Scharfkantiges. Aha. Jetzt haben wir's. Und der Schwan. Ein schwarzer Schwan. Buch des weißen Schwans gefunden. Aber eigentlich ist es ein schwarzer Schwan. Aber egal. Ich will nicht meckern. Da. Verbrenne es. I can feel evil magic drawing on the poor girl's talent. Her book will tell more of the story. Great theaters with expensive sets, grand important plays were becoming popular. Nobody needed wandering actors anymore. Radcliffe's theater was in trouble. The last performance was a complete failure. They didn't make enough money for even a meager dinner. Radcliffe was desperate. But then a stranger approached with a deal. Fame and fortune in exchange for a donation. It worked. Oh, we're on the right path. Und wir haben ein bisschen mehr erfahren über Radcliffe. Sprich mit Sophie. Scheinbar ist sie jetzt nicht mehr besessen. Wir haben ihre Seele befreit. You saved me. Thank you. Radcliffe promised us money and fame in exchange for a sparkle of talent. Now I understand what that meant.
Oliver accepted the role to make you happy. I hope this helps you find him. Eine weitere Seite. Hey! No! Oliver? How? Did you think you'd get away with it? Oliver will play his role, and his sparkle of talent will bring back the real Raven King. Oh nein, unser kleiner Freund ist unter Wasser. Der Arme. Wir müssen den Drachen zurückholen. Was soll das? Noch ein Monster. Ich werde Magie mit Magie bekämpfen müssen. Magieasche. Und wir machen nochmal dasselbe Spiel wie vorhin. Dreimal. Dann... Ah, nein, 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 nein. Das mache ich nicht. Wo fangen wir denn an? Fangen wir einmal so an. Dann holen wir das da einmal. Das bringt uns jetzt gar nichts, ne? Dann machen wir es einmal so. Dann haben wir die. Aua, ich wurde gehauen von ihm. Ich habe es falsch gemacht. Er hat mich gerügt. Scheinbar. Es waren keine Züge mehr möglich, glaube ich. Darum hat er das gemacht. Okay. Aber wie komme ich hier ran? Ich glaube, das geht gar nicht, weil wenn ich das wegmache... Ja, da müssen wir nochmal anders anfangen. Aber ich glaube, das war okay. Und dann aber so. Dann machen wir es mal so weg. Dann holen wir uns die. Ich glaube, es geht auf der anderen Seite jetzt nicht mehr. Mm-mm. Nochmal. Also das war okay. Das passte. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht... Ich mach das mal. Dann haben wir, glaube ich, wieder dasselbe Spielchen, ne? Ah, wir müssen erstmal den Anfang finden. Ganz durcheinander. Wir müssen es schaffen. Ich glaube, jetzt sieht es gut aus. Ja, das passt. So, kleiner Drache. Schau an, was ich hier anstelle. Und jetzt müssen wir natürlich noch zwei Runden machen. Wir wollen unseren kleinen Freund retten. Definitiv. Dann mache ich erstmal das weg. Dann tun wir das schon mal weg. Das kann auf jeden Fall auch weg. So. Die grünen. So. Ich habe immer das Gefühl, dass die erste Runde immer irgendwie so ein bisschen hakt und die anderen Runden besser gehen. Aber warten wir ab. Ich will es nicht zu laut sagen, denn jetzt ist erst die dritte Runde. Das kann auf jeden Fall weg. Ne? Das auch. Weil das passt. Ah, die Grünen. Da müssen wir auf achten. Wenn ich die jetzt wegmache. Nee. Die gelben mache ich erstmal weg. Und dann die. Das ging nämlich eben schon nicht weiter, wie ich gesehen habe. Die Grünen muss ich, glaube ich, zum Schluss machen. Oder relativ zum Schluss. Aber wie? Die Lilanen sind da ja auch noch, ne? So. Das passt. Das passt auch. Ja, das kriegen wir hin. Wunderbar.
Gib mir meinen Freund zurück. So. Im nächsten Part retten wir unseren kleinen Freund. Und dann geht's weiter. Der weiße Schwan ist zum Funken geworden. Denn Redcliffe, der will den wahren Rabenkönig erwachen lassen. Aber das werden wir verhindern. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.